So Leute, heute mal ein kleines ernsteres Video, denn dieses Video, wie ihr vielleicht noch am Titel gesehen habt, betrifft Hoddle. Ja, Hoddle, ich rede mit dir. Was haben Sie denn zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ja, ich gebe dir das Geschenk in Fortnite, was du so eigentlich verdient hast, weil du das 60 Abonnenten Special geschafft hast in 2 Wochen. Davor hieß es in einer Woche, davor hieß es dann, wenn ich bei meiner Omi bin, dann hieß es nochmal in einer Woche und dann hieß es bald und dann heißte ich, ich muss dich erstmal enden. Ich habe bis heute keine Freundesanfrage erhalten, Hoddle. Warte. Ja, Hoddle, finde ich sehr gut, was du gesagt hast. In 2 Wochen in Schnelltest Stream hast du das reingeschrieben. Weißt du was, Hoddle? Weißt du was? Die 2 Wochen, ne? Davor hieß es schon, keine Ahnung, 2 Wochen, 1 Woche. Falls ihr keine Ahnung habt, worüber ich gerade rede, Leute. Ja, ich sag's kurz. Hoddle hat 60 Abonnenten geknackt, weil ich ihn mit dem 2. Konto abonniert habe. Dann hat er ein 60-Unit-Special gemacht, was bis heute nicht auf deinem Kanal ist. Und, ja. Schneller Test könnte es sogar bezeugen. Würde ich ihn fragen, er war ja sogar dabei. Und, ja. Da habe ich gewonnen. Und da drin hieß es dann, yo, du kriegst ein Geschenk, ich muss dich auf deinen 2. Account adden, bla bla. Kannst mir ja schon mal eine Freundesanfrage schicken. Habe ich gemacht. Du existiertest nicht, Hoddle. Du existiertest nichts. Achso, übrigens, hier hinten habe ich ein Haar hingemacht für Hoddle. Nicht für was anderes, nein. So, dann, ja. Hier, habe ich halt gewonnen. Sagt er, okay, wenn ich bei meiner Oma bin. Er war die ganze Zeit nicht bei seiner Oma. Er ist nicht bei seiner Oma. Er ist nicht bei seiner Oma. Er ist nicht bei seiner Oma. Immer noch nicht. Dann, sagt er, okay, dieses Wochenende bin ich bei meiner Oma. Am nächsten Tag oder 3 Tage später oder sowas sagt er mir, ja, ich war bei meiner Oma, bla bla, ich habe doch eine Freundesanfrage geschickt. Ich habe keine einzige Freundesanfrage erhalten, Hoddle. Richtig toll. Und Leute, es geht mir jetzt nicht um Prinzip dadurch, dass ich ein Geschenk erhalte. Mir ist eigentlich egal. Ich finde es nur traurig, dass er verspricht es mir, dass ich was von ihm kriege. Und Leute, wir sind Duo-Mates in Fortnite. Eigentlich mag ich Fortnite nicht so sehr, aber Leute, wir sind Duo-Mates in Fortnite. Und er schafft es nicht, einmal sein Versprechen zu halten. Er schafft's nicht. Richtig, richtig traurig. Leute. Und deswegen, Hoddle, will ich dir jetzt sagen, ich habe keine Lust mehr zu warten. Hoddle. Vor allem ist doch nur Scheiße drin. Ich zwinge dich jetzt nicht zu deiner Oma zu gehen, aber ich werde dir eins sagen. Hoddle. Ich habe wirklich keine Lust zu warten. Ich will nicht mit jemandem Duo-Mate sein, der irgendwie, keine Ahnung, 10 Jahre dafür braucht, mir irgendwas zu schenken. Wahrscheinlich hast du dann da, schickst du mir eine Freundesanfrage, dann geht's endlich mal. Und dann sagst du, ja, leider habe ich jetzt aber keine V-Box auf dem Account. Das musst du erst eine Paysafe kaufen. Dann ging die Paysafe auf einmal nicht und bla. Hoddle, ich habe auf die ganze Scheiße keinen Bock. Also Hoddle, bitte trau dich, in diesem Video in die Kommentare zu schreiben, was das soll. Und Hoddle, ob du wirklich fairerweise überhaupt vorhattest, mir das Geschenk zu schicken. Wann ich es erhalte und wenn ich es dann nicht erhalten habe, dann sind wir kein Duo-Mates mehr, Hoddle. Denn ich habe wirklich keine Lust mehr. Dann suche ich mir nämlich einen anderen Duo-Mate, weil ich habe wirklich, wirklich, wirklich viele, die mit mir Duo-Mates sein wollen. So, das war auch das kurze Ansagevideo. Ich habe nämlich wirklich keine Lust mehr zu warten. Es geht mir nicht unbedingt nur das Geschenk, sondern einfach nur darum, dass man sich an sein Versprechen halten sollte. Und dann auch den Mut aufweisen sollte, es zuzugeben, wenn es nicht geht. Ciao, Leute.